Ich habe in der Vergangenheit ja schon so einiges gedrechselt. Hier neben mir siehst du auch gerade derzeit die aktuellen Drechselprojekte. Dazu gibt es jeweils ein Video. Einmal eine Holzschale, da habe ich eine Wachstechnik damals ausprobiert. Da habe ich in dem Video ausprobiert, ob das Ganze reißt. Hier ein Video, in dem ich eine sehr tiefe Schale gedrechselt habe. Und hier diese Schale habe ich ein zweites Mal gedrechselt. Die habe ich auch vor Jahren vorgedrechselt. Im heutigen Video soll es mal keine Schale werden, sondern eine Platte. Da werde ich versuchen, ein paar schöne Feinheiten reinzuarbeiten. Das Schöne an dem Projekt heute ist auch, dass man das aus normaler Blockware machen kann. Das bedeutet, du kannst theoretisch im Sägewerk eine Bohle kaufen, schneidest die zum Kreis und kannst dann daraus etwas Schönes drechseln. Wir gehen direkt zur Drechselbank und davor hier noch eine kleine Information. Oft genug angesprochen im vergangenen Jahr, jetzt ist es endlich soweit. Du kannst mich besuchen und zwar kannst du einen Drechselkurs bei mir belegen. Da habe ich jetzt in der Vergangenheit auch schon ein paar Kurse gemacht und das hat wirklich immer richtig, richtig viel Spaß gemacht und alle Kursteilnehmer sind danach immer mit einem ganz breiten Grinsen hier aus der Werkstatt rausgegangen. Hier hinter mir siehst du die Kursdrechselbänke. Da hat jeder auf jeden Fall eine eigene Drechselbank mit Frequenzumrichter, mit seinem eigenen Arbeitsplatz, mit eigenem Drechselwerkzeug, eigene Schutzausrüstung und alles, was halt eben dazugehört. Das bedeutet, wenn du noch nicht angefangen hast zu drechseln, das aber vorhast und nicht weißt, worauf man da achten soll, dann wäre das vielleicht der passende Kurs für dich, denn da werde ich dir auf diese ganzen Fragen und Fragen, die du auch vielleicht darüber hinaus hast, Antwort stellen können, Antwort geben können. Wenn dich das Ganze interessiert, schau gerne unten in die Videobeschreibung. Da findest du dann weitere Informationen. Wir bereiten jetzt das Stück Holz vor, um daraus etwas Tolles drechseln zu können. Jetzt ist es bei diesem Stück hier so, dass ich das damals auf der Seite mit einem Zirkel markiert habe, um den Kreis auszuschneiden. Wenn ich das jetzt hier mit der Planscheibe aufspannen würde, dann wäre aber später die Schaleninnenseite, was die Maserung angeht, nicht so, wie ich es gerne hätte. Das bedeutet, ich habe es immer ganz gerne, dass die Jahresringe, dass die quasi nach oben wie so eine Schüssel zeigen. Das bedeutet, dass ich mir erste Zuge erstmal hier die Mitte markieren muss, damit ich von dort zunächst die Planscheiben montieren kann. Dazu mache ich mir jetzt einfach mal zwei Hilfslinien. Ich trenne das jetzt einfach mal mit dem Auge so grob in der Mitte. Mal schauen, ob ich da 15,5. Ja, nicht ganz. Mal schauen, ob ich so ungefähr die Mitte treffe. Und jetzt kann ich halt eben meine Planscheiben danach ausrichten und diese direkt in das Holz schrauben. Du benötigst noch Holz für dein nächstes Projekt, dann hör jetzt kurz zu. Ich werde dir zeigen, was wir neu auf der Webseite haben. Und dazu gehen wir einmal kurz zu den Kategorien und schauen uns einmal die Hölzer an. Denn hier sehen wir jetzt nicht mehr nur das Eichenholz, sondern auch Buchenholz. Da gibt es nämlich eine witzige Story auch dazu. Dieses Buchenholz hier habe ich vor mehreren Monaten eingekauft und es war tatsächlich viel zu viel für das, was ich geplant habe, damit zu bauen. Und deswegen habe ich jetzt einen Teil vorformatiert und habe das halt eben in den Shop integriert, damit ihr halt eben hier die Möglichkeit habt, das Ganze zu kaufen, um halt eben selbst ein Projekt daraus zu bauen. Das ist 27 mm Blockware, Buche, kammergetrocknet, also das Holz, was auch jeder normale Schreiner auch benutzt. Buche ist ein richtig schönes Holz, aber schaut euch einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung an, wenn ihr weitere Informationen zu hier diesem Holz, zu diesem Angebot halt eben haben möchtet. Dann will ich euch hier noch eine Kleinigkeit zeigen für die Leute, die es nämlich noch nicht wussten. Wir bieten auf der Website noch weitere Bausätze an. Dieses Sortiment wird jetzt derzeit stark erweitert. Hier haben wir nämlich zum Beispiel diesen tollen Bausatz. Das ist ein Reis, das ist eine Reißnadel. Damit könnt ihr halt eben ganz genau eure Bohrung markieren. Ist ein richtig toller Bausatz, ist richtig edel. Und da findet ihr, wie gesagt, auch den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das halt eben mal anschauen möchtet. Generell schaut einfach mal kurz vorbei. Ich finde, es ist wirklich ganz schick aufgebaut. Und generell bei vielen, vielen Dingen findet ihr halt auch immer die Anleitung, wie man etwas drechselt. Ihr habt immer die entsprechenden Links. Hier seht ihr das Video, wie das Ganze dann funktioniert. Ihr seht, was ihr dafür braucht. Ihr braucht zum Beispiel einen Penblank. Ihr braucht die Mandrill, dann könnt ihr euch zur Mandrill weiter navigieren lassen. Jetzt seht ihr, okay, das ist die Mandrill. Da wird es übrigens bald auch ein paar Updates geben. Und direkt dazu findet ihr dann auch eine Info, was es denn auch für Bausätze gibt. Hier kleiner Funfact, das wird jetzt sehr wahrscheinlich wieder vorrätig sein. Aber das könnt ihr dann selbst herausfinden. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter mit dem Drechselprojekt. Fast hätte ich die Mitte auch ganz gut getroffen. Hier sieht man auch nochmal ganz gut, wie rund das Holz ist, wie sich das geworfen hat. Das war aber wahrscheinlich schon damals, als das gelagert wurde. Kein großes Problem, denn das heutige Projekt muss gar nicht so dick sein. Das können wir einfach bündig drechseln.
Ich denke, dieses Projekt hier ist ein absolutes Paradebeispiel, dass man beim Drechseln nicht immer nur hohe Holzschalen drechseln muss. Man kann nämlich auch aus wirklich flachem Rohmaterial schon etwas sehr, sehr Schönes machen. Und außerdem war das hier auch ein gutes Beispiel dafür, wie praktisch so ein Rundschaber ist. Denn ihr habt gesehen, dass ich die finale Form eigentlich immer an allen Stellen, ob es jetzt mit Meißel oder mit dem Rundschaber war, dass ich die damit fertig gemacht habe. Anschließend konnte ich das dann ganz normal schleifen mit meinem Schleifgriff und die Oberfläche ist wirklich atemberaubend. Die Wandstärke hier unten am Fußboden, die ist sogar so dünn, dass man das Holz schon zart drücken kann. Hätte eigentlich ein bisschen mehr Material gebraucht, aber es ist ja nicht durchgebrochen, von daher ist das immer noch vollkommen okay. Probiert das zu Hause auf jeden Fall mal aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mich sehr gerne fragen. Vielleicht gibt es dazu dann mal ein Antworten-Video, wenn es da halt eben mehr gibt. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Verlinke euch hier noch zwei weitere Videos und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.